Ja, ich bin hier, weil hier heute eine Besetzung war vom Google Campus in Kreuzberg. Der ist gerade in Entstehung. Das heißt, da wird gerade renoviert. Hinter mir rennt die Polizei gerade. Die haben hier gerade einen ziemlich brutalen Einsatz hingelegt. Und die Leute, die vor dem Tor standen, mit Pfefferspray und Schlägen traktiert. Deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt. Aber wir sind eigentlich hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch versteht, wir sind eigentlich hier, weil wir gegen die massive Verdrängung im Kiez sind, Mietpreissteigerungen, so dieses ganze Projekt an Gentrifizierung und einfach die Angst, dass Google das nochmal massiv in die Höhe treibt, wenn die sich hier wirklich ansiedeln. Das ist ja jetzt eine Entwicklung, die in den letzten 10, 15 Jahren in Kreuzberg stattgefunden hat und eigentlich auch in ganz Berlin, aber hier halt sehr massiv. Dass halt immer mehr Menschen, die hier wohnen, sich die Mieten nicht mehr leisten können, dass kleine Geschäfte verdrängt werden, kleine zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte. Bei mir direkt gegenüber waren früher 3 Lebensmittelgeschäfte und da gibt es jetzt halt Cocktailbars für Touristen. Und die Sache wird halt immer brenzliger und erwischt immer mehr Leute. Und ja, Google Campus, so wie die Erfahrung in anderen Städten gezeigt hat, ich war bei so einer Veranstaltung, da war halt auch eine Aktivistin aus San Francisco und die sind da hinten lang, ich hab's genau gesehen. Die, ja, also da werden die Mieter nochmal ganz gewaltig in die Höhe schießen, ne, durch diese Entwicklung. Das ist zumindest die Befürchtung. So, das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Und Google ist natürlich auch ein Unternehmen, was man nicht in seiner Nachbarschaft haben möchte. Ne? Es ist ein Unternehmen, was massiv Daten ausspäht von allen von uns, also egal, ob man hier im Kiez wohnt oder irgendwo in Indien. Und das ist natürlich was, was man dann, ich sag mal nach dem Motto Think Global, Act Local, auch dann hier angreifen kann. So, es gab, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, eine kleine Besetzung von dieser Baustelle vom Google Campus. Und davor waren auch ein paar Leute, also wie ich auch jetzt hier, so Anwohner und ja, Leute, die es unterstützt haben. Und die Polizei ist dann halt recht unangekündigt und sehr massiv gegen die Leute vorgegangen, die da vorm Tor standen. Hat Pfefferspray eingesetzt. Es gab hier auch Leute, die geblutet haben im Gesicht. Also da ist schon recht rabiat vorgegangen worden dafür, dass die Leute absolut friedlich waren und ja eigentlich ein ganz berechtigtes Anliegen haben. Ja? Also ich meine, man hat ja noch die Bilder von Chemnitz gerade vor einer Woche in den Augen, wo die Nazis da durch die Gegend ziehen. Da fragt man sich dann schon, was ist eigentlich los hier? Ne? Ich meine jetzt das Polizeiverhalten. Ja, ne? Dass man irgendwie da... Naja, dass man da nicht das Gefühl hat, dass da irgendwie gegen Rechte vorgegangen wird, ne? Während hier ein paar Leute rumstehen, ihre Bedenken, ihre Anliegen irgendwie auf die Straße tragen und eine Aktion machen, die wirklich total friedlich ist, wo niemand bedroht ist, körperlich oder irgendwas passiert. Und dann legen die da so ein Ding aufs Parkett hier. Ne? Das ist natürlich schon ziemlich absurd.